Ja, diese Nachricht schockt wirklich die deutsche Industrie und natürlich damit auch den gesamten Wirtschaftsstandort Deutschland. Denn die heimische Industrie produziert überraschend deutlich, wirklich deutlich weniger, beziehungsweise die Unternehmen hierzulande haben ihre Produktion sehr stark gedrosselt und damit den stärksten Rückgang seit einem Jahr zu verzeichnen. Im ersten Quartal übrigens dieses Jahres ist die deutsche Wirtschaft zwar nur haarscharf mal an einer Rezession vorbeigeschrammt, denn das Bruttoinlandsprodukt stagnierte nach Rückgang Ende 2022 auf seinem Niveau. Doch anders als die meisten Volkswirte erwarten wir für die zweite Jahreshälfte keine wirklich nennenswerte Konjunkturerholung, sondern eher ein weiteres Schrumpfen mit immensen Herausforderungen. Denn die in vielen Regionen der Welt kräftig gestiegenen Zinsen dürften natürlich die Nachfrage nach deutschen Waren zunehmend bremsen, was vor allem natürlich auch die deutsche Autoindustrie mittlerweile schon stark zu spüren bekommt. Hier brach übrigens die Produktion um satte 6,5% zum Vormonat ein und das, obwohl natürlich es zuletzt den Anschein gemacht hat, dass die deutsche Wirtschaft eigentlich so langsam aber sicher mal wieder, ja, in Aufwind ist. Von einer technischen Rezession ist im Übrigen auch immer dann die Rede, wenn die Wirtschaftsleistung in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen schrumpft. Und da auch das neue Geschäft ja in der deutschen Industrie so stark eben auch eingebrochen ist, wie seit der Hochphase der Corona-Zeit nicht mehr, stehen natürlich die Vorzeichen alles andere als gut. Ja, insgesamt sanken in diesem Zusammenhang auch die Aufträge im März immerhin um 10,7% zum Vormonat und natürlich damit so kräftig wie zuletzt im April noch 2020. Man kann also mal an dieser Stelle durchaus festhalten, dass die Klagen über den Zustand des Standorts Deutschland noch lauter werden dürften und dieses Umfeld wenig Anreize eben vor allen Dingen auch für ausländische Unternehmen und Investoren mit sich bringt oder gar eben, ja, nach sich zieht. Denn es fehlt momentan jede Fantasie eigentlich, was der deutschen Wirtschaft überhaupt mal kurzfristig wirklich neuen Schwung verleihen könnte. Und so ehrlich muss man ja wirklich sein, die Probleme der Industrie sind leider nicht mehr so konjunkturell, sondern schon längst auch struktureller Natur. Denn die Geldpolitik, die die weltweiten Notenbanken seit Monaten im Rahmen natürlich ihre Inflationsbekämpfung verfolgen, wird ihre volle Bremswirkung erst in den kommenden Monaten und Quartalen natürlich dann entfalten. Ja, und genau das ist eben auch eine der für mein Dafürhalten mit größten Herausforderungen dieser Geldpolitik, denn am Ende des Tages hat man zwar dieses Instrument natürlich zur Zinserhöhung, aber man muss natürlich diesbezüglich eine Entscheidung treffen, lange bevor man überhaupt weiß, was passieren wird. Und genau jene Tatsache lässt sich vielleicht mal kurzfristig auch die Wachstumsprognose in einem positiveren Licht natürlich stehen. Doch wenn man die ganze Problematik bzw. Herausforderung mal auf die kommenden Jahre bezieht, dann sehe ich persönlich schon die Situation alles andere als eben sehr, sehr zuversichtlich, sondern sehr zurückhaltend. Auch wenn ich mich diesbezüglich gerne eines Besseren natürlich belehren möchte. Ja, wer will das nicht? Aber wie man gerade in diesem Marktumfeld auch vor allen Dingen seine Ersparnisse, also sein kleines wie größeres Reservegeld oder Vermögen, unabhängig davon, ob wir von einem kleinen, wie gesagt, oder großen Vermögen sprechen, bestmöglich schützen kann und natürlich weiter krisensicher durch diese Zeit bringt, das habe ich erst vor kurzem in meinem neuen Wohlstandsreport, neuer Auflage, niedergeschrieben. Ich zeige Ihnen hier gerade mal in die Kamera. Diesen können Sie übrigens mal vollkommen kostenfrei zu sich nach Hause senden lassen. Alle Infos dazu finden Sie auch hier unter diesem eingeblendeten Link, nochmal unter diesem Video in der Videobeschreibung. Und bestellen Sie ihn sich nach Hause, arbeiten Sie sofort durch und Sie werden die ersten neuen Erkenntnisse bekommen. Und warum dieser Notenbankwahnsinn natürlich in puncto Geldpolitik weiter meiner Meinung nach anhalten dürfte, ja, darüber habe ich ebenfalls erst vor kurzem ein sehr spannendes Video veröffentlicht, das ich Ihnen hier links auch nochmal gerne einblende. Also einfach draufschauen und sich damit auch einfach mal näher beschäftigen. Und denken Sie an den Report, ja, holen Sie sich den. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles, alles Gute und dennoch Zuversicht. Vielen Dank fürs Zuschauen, Ihr Klaus Rupp.